Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu Teil 2 mit Greta über dem Borsigplatz. Ja, erste Fahrstunde waren wir nach Corona-Dingsbums da und jetzt sind wir hier Borsigplatz. Ja, Intro und dann geht's los. Ausgerechnet dann. Mhm. Ist sowieso aufgefallen, seit Corona ist es irgendwie den ganzen Tag immer blauer Himmel. Also 2-3 Tage hat es geregnet, das war's. Ansonsten anderthalb Monate nur blauer Himmel. Echt? Voll schön. Nur doof, dass man halt nichts machen kann. Ne? Ja. Ob das so mit dem Abgas-Smog hier zusammenhängt oder was? Das sagen ja ganz schön viele. Verschwörungstheorie. Die Kurve so groß nehmen, wie sie ist, ne? Auch sehr gut. Auf nichts Rücksicht nehmen praktisch. Ja, stimmt. Du entscheidest. Wir bleiben erstmal hier. Ach so. Also ich meine, wir bleiben auf der Straße, das heißt, keine Angst, wir wechseln nicht. Okay. Ja, war richtig eingeschätzt. Genau richtig. Richtig gut, Greta. Danke. Nichts verlernt, ey. Du hast bestimmt die 180.000 Klicks gemacht, das Auto beim Video immer wieder geguckt. Ja, ich habe mir das so auf gesagt habe. Ne? Denn viele verstehen nicht. Du hast halt ein Rechtsfahrgebot, du musst immer wieder mal rechts rüber. Ne? Manche fangen dann an zu träumen und bleiben dann auf der linken Spur und überholen gar nicht mehr. Das ist halt eine Katastrophe. Ne? Ja. Vor allem für die, die schneller fahren wollen, machst du dann die Leute damit ganz schnell wahnsinnig. Ne? Mhm. Aber was machen die gleich rechts? Die fädeln sich ein. Genau, und damit du nicht auf 80 bremsen musst, wechsel doch rüber. Also du kannst es machen, ich würde behaupten, wenn du jetzt von hier bis München fahren willst, ja, behindert das deine Fahrweise. Ja, das auf jeden Fall. Aber und in der Prüfung ist es ja so, dass wir ja eigentlich gleich irgendwann abbiegen. Das ist so in der Prüfung, genau. Da würde ich nur darauf achten, was der Prüfer sagt. Wenn er halt nichts sagt, will er weiter geradeaus, cool. Da kannst du da so ein bisschen so ein Auge drauf haben. Der eine blinkt merkwürdigerweise, siehst du das? Ja. Ich glaube, er blinkt falsch. Ich hoffe. Beobachte ihn einfach. Ja, aber okay. Beobachte ihn weiter. Ja, dann tschüss. Vielleicht hat er auch rechts und links Schwäche. Sauber. Die Kupplung brauchst du nicht. Ja, nee, ich weiß. So ein Reflex, ja? Ja, irgendwie schon. Ja, ist. Also es ist nicht verkehrt. Passiert ja nichts. Aber es ist unnötig. Genau, es ist halt nur für dich einfach so. Ja. Bewegungstechnisch. Ist das eigentlich, also am Borsigplatz ist ja der Kreisverkehr mit zwei. Sollen wir den fahren? Komm, wir fahren den. Traust du dich? Machen. Ja. Ja, geil. Cool. Weil das frage ich mich immer, ob das viel komplizierter ist als. Es ist nicht so einfach. Ich glaube, der sechste Gang, wenn du jetzt Gas gibst, ist genau, nimm vielleicht 5 oder 4, je nachdem. Ja, wenn du jetzt nämlich ein bisschen drückst, kommt da nicht mehr so viel, merkst du? Ja. Genau. Das war nicht so cool, was er gemacht hat, weil er so dicht vor dir eingeschert ist. Ja, besser wäre gewesen, wenn er weiter, also so wie er jetzt ist, da sollte er ungefähr reinfahren. Schilder kriegst du hin oben? Ja. Okay. Maschine, ey. Erste Fahrstunde nach 5 Monaten. Stell das mal auf den Borsigplatz.
ich auch. Das also, merkt man jetzt erst so. Komisch, ne? Ja. Ich habe mich so gefragt, so, ob ich wohl viel Skills verlernt habe, aber auch nicht, scheinbar nicht wirklich, nein. So, guck mal, check mal, wo es lang geht. Ja. Und dann, genau. Ich finde, du machst das immer noch. Genau. Oh. Danke, danke. Wenn die abbremsen, bremst halt ja mit. Von mir aus auch dritte Gang, nur nicht ganz zu krass langsam. Nee, nicht den zweiten, genau. So, jetzt guck, wo der Vorsichtplatz ist. Noch mal, wo der ist. Ja. Ist nämlich ein little bit tricky hier. Vierte weiß ich nicht, weil guck mal, ist das übersichtlich? Dann warte erstmal, bis du es im Griff hast. Richtig gut. Genau, und auch jetzt die Kurve will ich halt nicht. Kannst halt machen, aber. An der Stelle ist halt, glaube ich, so 40, 50 dritte Gang. Mhm. Super, kannst du alles mitmachen. Brauchst, kannst du einfach dir das nehmen, aber check auch, wie schnell, ne? Mhm. Früher war hier mal 90, da konnte man wenigstens mal ein bisschen fahren. Angekündigt, da steht einfach nur ein Schild, rechts eine Busspur oder Elektrofahrzeuge. Wir sind beides nicht. Nee. Also dürfen wir da nicht mehr fahren. Ist halt neu, weil die hier so versuchen wollen, die CO2-Werte einzuhalten. Mhm. Aber haben jetzt leider festgestellt, trotz Corona und kein Auto ist gefahren, waren die CO2-Werte doch noch weiter nach oben. Hat wohl dann nicht ganz so viel damit zu tun. Naja, aber gut. Ja, jetzt müssen wir trotzdem gucken, wie wir dann zum Vorsichtplatz kommen. Also schau oben auf die Schilder da oben rechts, dass du so ein bisschen siehst, was wir da für Möglichkeiten haben. Doch, alles gut. Stabil. Graffiti-Cleaner. Das in Dortmund nicht schlecht. Gibt es einige Talente hier. Ja, allein gleich hier schon. Ja, ja. Ja. Dumm. Wir tun einfach mal so, als wären wir. Als wären das. Genau. Rum. Okay. Ich wusste gar nicht, dass Peugeot auch. Krass. Wahnsinn. Ja. Juicy Beats, boah, ist auch, glaube ich, abgesagt, ne? Ja. Alles ab. Ich hatte ein Ticket. Wow. Krass, ey. Überleg mal, du bist Veranstalter. Das ist dein Einkommen. Ja. Bitte. Stell dir mal vor, du hast ein Ticket gekauft und dann wird's abgelehnt. Das ist ätzend, ja. Traurig. Ja. Ich habe mich schon richtig drauf gefreut mit meinen Freunden. Das ist, glaube ich, ganz witzig. Ja, also ich war da noch nie. Alligator kommt auch, oder? Ja. Wer gekommen? Ja, wer? Also, hm. So, 30 wegen Luftreinhaltung, hast du gesehen? Mhm. Diese schöne Säule hier, die blitzt auch von hinten, ist eine Talentsäule. Okay.
die kann also alles, ne, für Motorradfahrer und so, die man denkt, so kann ja nichts passieren. Die schießt in alle Richtungen. Okay. Ja, wird aber auch regelmäßig zerkloppt. Also. Jetzt musst du schauen, guck mal deinen Streifen vorne. Ja. Also halt die Augen gut auf und halt auch mal rechts aus, schau, ob da ein Bus kommt. Hm. Aber ich sehe nichts. So, jetzt würde ich dir empfehlen. In den ersten? Nö. Ach so. Aber so langsam wie möglich. Du darfst nur rechts, musst auch blinken. Und dann guck ein bisschen auf deine Spur nach links. Dann machst du es ähnlich wie beim Kreisverkehr. Du hast hier eine eigene Spur. Jetzt nimm ruhig den ersten Gang. Bleib hier aber auf der Spur, auf der rechten. Weil das ist deine Spur. Mhm. Siehst du das? Die linke, ja, okay, bleibt für die anderen. Okay. So, und wenn du jetzt weiterfährst auf der Spur, haben die das hier ein bisschen schwierig gemacht. Du musst gut zwischendurch noch die Ampeln checken. Ja. Und deine Spur muss jetzt abbiegen. Siehst du das? Ja, das heißt... Das heißt, du blinkst links, beobachtest links, Schulterblick und dann geh rüber. Ja, langsam. Der zieht durch, wie die das hier so machen. Und dann gehst du jetzt rüber. Jawohl. Und mach mal Blinker aus. Jetzt bleiben wir erstmal auf der Spur. Dann drehen wir einfach nochmal eine Runde, damit du es einfach nur siehst. Okay. Check die Ampel. Okay. Und das Schwierige hier dran, weshalb wir alle mal Paranoia haben, ist, weil die eine Spur mit der anderen so flippt. Ja. So wie du jetzt gerade gesehen hast. Und im Prinzip ist der Trick einfach, dass du, check die Ampel, dass, ja, keine Ahnung, ist halt Borsigplatz. Ja, der Trick ist im Prinzip, dass du auf diese Spur kommst, weil von dieser, also soll ich jetzt, wir bleiben erstmal hier, wir fahren jetzt einmal eine Runde, damit du das, okay, ja, sehen, damit du dir in Ruhe angucken kannst einfach. Okay. Siehst du, wir sind gerade ja von da gekommen. Ja. Und die Spur endet wieder. Die musste ja gerade weg. Das heißt, wenn du irgendwann später mal hier drauf fährst, sieh zu, dass du schnell praktisch in die Mitte kommst, weil von hier aus kannst du jetzt immer im Kreis fahren. Mhm. Jetzt ist egal. Ja, okay. Und das, was die Leute halt dann am Anfang verpassen, ist halt dieser Moment. Und dann sind die auf der rechten Spur, so wie wir gerade auch waren, dann lässt die keiner rein, mhm, so wie ich gerade auch keiner reinlassen wollte. Ja, und dann... ist doof. Das ist doof. Musst du halt irgendwo, fährst du nach Hörde oder so. Keine Ahnung. So, zwei. Ja, kein Ding. So, pass auf, wir machen das jetzt so. Wir versuchen, die zweite Straße, den Borsigplatz, wieder zu verlassen. Das heißt, du blinkst jetzt erstmal rechts, beobachtest die hier und Außenspiegel. Du musst lange beobachten. Langsam weiterfahren, nicht stehen bleiben. Wenn du hier stehen bleibst, nehmen die dich auseinander. Nicht schlimm. Fahr langsam weiter. Schulterblick. Und dann gehst du langsam rüber. Gut. Langsam vorbei. Siehst du, und sobald du auf der rechten Spur bist, sind das immer die Abbiegespuren. Du darfst hier nur nicht stehen bleiben auf der Spur. Weil dann brichst du dieses Konzept auseinander. Und das ist so ein bisschen gegen die Natur. Weil innerlich denkt man so, ich weiß nicht, wo lang, ich kann doch nicht stehen bleiben. Das Problem ist, du machst es halt doppelt so kompliziert, wenn du stehen bleibst. Ne? Deswegen fahr lieber langsam, kontinuierlich weiter. Genau. So, nochmal hier oben. 30, Luft bleibt rein. Korrekt. Check mal hinter dir. Einfach nur, dass du siehst, wie die sich so einordnen, was die eigentlich für einen Quatsch machen. Und diese komische Blitzsäule da, die steht hier auch. Ja. Das heißt, egal von welcher Seite. Tschu. Okay. So, dann fahren wir rechts weiter. Sich voll gut geschlagen. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Aber es ist schon richtig, also ganz ehrlich, Borsigplatz ist Fahrschule und Borsigplatz ist, ja, mehr kannst du nicht machen. Ja. Dann in Paris Triumph. Da waren ja aber auch eigentlich alle. Also ich würde eins, ja, auch da würde ich sagen, man bleibt auf jeden Fall nur nicht stehen. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Hauptsache, du bleibst so kontinuierlich immer so ein bisschen im Driving. Okay. Hauptsache, du bleibst nicht stehen. Jetzt einmal gucken, was da vorne los ist. Ja, ich weiß nicht warum. Warum willst du rüber? Weil ich den überholen will. Ah, okay. Aber kannst du einsehen? Ja, nein, kann ich nicht. Stimmt. Deswegen riskier da nichts. Nee, okay.
bleib lieber chillig, beobachte hinten nochmal. Ja. Genau. So, check, dann lassen wir den einfach ganz in Ruhe vorbei. Weißt du, solche Straßen sollten die mal neu machen. Ja, ehrlich. Aber die gehören halt der Stadt. Ja. Das muss die Stadt bezahlen. Und die Stadt sagt, ich habe keine Geld. Ich mach das nicht. Genau. Ja, machen die wirklich nicht. Und dann kommt das Land NRW und macht einfach die Straßen neu, die sowieso schon neu sind. Ja, die eigentlich gar keine. Ja. So, pass auf, jetzt machen wir es aber nochmal tricky. Wir biegen nochmal links ab. Und so wie es aussieht, hast du hier keinen grünen Pfeil auf der Ampel. Wäre hier einer gewesen, wäre schön gewesen. Ja, und jetzt muss ich aufpassen. Ja, vor allen Dingen, weil die Kreuzung, ich weiß nicht, ob man hier vor oder hintereinander abbiegt. Versucht da ein bisschen auf der Fahrbahn Spuren zu erkennen, dass du siehst, entweder was macht der vor dir, wenn das richtig macht, oder was geht hier überhaupt, ne? Weil im Prinzip hier ganz links rein kannst du ja auch nicht stehen, auch oben links die Schilder, ne? Da hinten rein, genau. Und deswegen halt erstmal langsam nach vorne. Check auch, wo sie lang fährt. Und sie macht das leider falsch. Siehst du die Spuren? Unsere Spuren gehen ja hierher. Okay. Ich weiß nicht, wo sie sich einordnet. Keine Ahnung. Ja, aber ist dann halt vielleicht so. Vielleicht fährt sie ja auf das Goldorf. Du musst jetzt nur aufpassen, diese Rotphasen sind hier nicht lang. Das heißt, wenn der rot hat, musst du jetzt zügig los. Weil sonst kommen die hier. Merkst du das? Okay. Das heißt, du hast nicht den Luxus wie bei uns in der Stadt, wo du sagen kannst, so, ja, dann fahre ich jetzt langsam an. Sondern hier ist rot, das musst du sofort beim Gegenverkehr erkennen. Dann los. Okay. Oh, hast du gut gemacht. Ich habe kein Schild gesehen. Komisch hier, ne? Vor allem passt ein bisschen auf den Rand auf, weil du bist ziemlich nah auch schon hier dran. Und du kannst halt gerne auch immer den Außenspiegel mit benutzen, damit du siehst, passt das so ungefähr mit der Linie. Hm. Ja, ist halt so Stadtverkehr, ne? Voll modern, wie so eine Vorstadtvilla. Ja, ehrlich. Korrekt. Sind hier viele von diesen Zweiphasenampeln, ne? Also die werden halt gar nicht grün. Mhm. Gehen aus, fertig. Motiviert. Saison startet. Ja, so richtig. Aber alleine irgendwie. Ist doof. Ist doof, ne? Hm. Boah, jetzt haben wir aber rote Bälle hier. Ja. Wenn links genug Platz ist, gerne überholen. Schalten, Ruhe in Ruhe beobachten. Genauso absichern wie auf der Autobahn auch. Fertig. Genau, und dann. Ich würde jetzt aber. Ja, genau.
Fahrradfahren. Hm. Krass, dass die einfach hier auch so mitten über die Straße fahren. Kein Problem. Straßenschienen fährst. Ich habe am Anfang mal Paranoia gehabt. Ich habe nur so gedacht, oh, was ist, wenn eine Straße mal von vorne kommt? Ja, aber die kommt dann ja. Ich glaube, wir können wieder. Ja, ja, und auf der anderen Seite, ne? Habe ich nicht darüber nachgedacht. Ja, ich dachte immer so, boah, Scheiße. Ja, ich weiß auch. Das geht eigentlich. Hatte ich dann nur 30. Sportlich hier. Beobachte einfach links den Spiegel. Wenn genug Platz ist, geh auch da vorbei. Ja, klar. Ups, das hat sich gut. Ja, alles gut. Du kannst ja nichts anderes machen, ne? Beobachten. Wieder zurück, fertig. Richtig spannend hier. Stressig. Ich habe mir das Ganze schöner vorgestellt, komm. Nein. Na, alles gut. Zweite Ampel fahren wir gleich links. Okay. Ah, zweite Ampel fahren wir links. Da jetzt gleich, ne? Ja, siehst du die linksabbiege Ampel da hinten? Da müssen wir hin. Warte, aber dann muss ich jetzt schon hier. Genau, Blinker halt, ne, Spiegel nochmal beobachten. Genau, und gehst halt auf die Spur. Und dann hast du wieder deine Ampel da oben. Und jetzt ist halt gut zu wissen, ne, wie das mit dem grünen Pfeil funktioniert. Weil wenn du dir nicht sicher bist, dann kommst du hier nicht richtig rüber. Mhm. Schmeiß nochmal auch einen Blinker an. Genau. Einfach losgegangen, ne? Sie hatte. Deswegen wollte ich auch gerade stoppen, aber dann ist sie gestiegen. Okay, in der Prüfung wäre es auch okay gewesen, wenn du gestoppt hättest nochmal. Mhm. Ist kein Problem. Belag hier, ne? Okay, ja, genau. Zurück zur Realität. Mhm. Jetzt das Schild nochmal checken, alle Informationen abgrasen. Okay. Die machen das, weil da hinten, hier rechts, so eine griechische Schule ist. Kannst du Abitur machen, alles auf Griechisch. Echt? Rechts, das Ding, was aussieht wie ein Knast. Krass. Ja, ist das, griechisches Gymnasium. Krass. Aber. Warum? Keine Ahnung. Okay. Wahrscheinlich, wenn du hardcore griechische Wurzeln hast und dann. Deine Eltern das wollen. Ja, und du kannst das auch gut sprechen, dann warum nicht, ne? Ja. Da hast du ja, ich sag mal. Lernt man dann auch Deutsch trotzdem? Ja, ja. Das ist trotzdem Deutsch und Englisch auch noch. So. Und dann hast du es. Ja, okay. Ich dachte, das wäre jetzt nur auf. Sehr komisch.
Das war Teil 2 mit Greta auf dem Bossiplatz. Ich hoffe, ihr habt Teil 1 gesehen. Ja, Teil 1 war nämlich unsere erste Fahrstunde nach Corona. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do?